der Welt. Halt, hier kann keiner mehr rein. Aber ich habe meine Papiere vergessen. Tut mir leid, aber das geht nicht. Der arme Mann, der wohnt im dritten. Da hat er mal gewohnt. Die beiden oberen Stockwerke kann man vergessen. Und sind die tot? Sehr lebendig sehen die nicht aus. Vielleicht sind die nur bewusst. Kennt die jemand? Die hat Schlimme erwischt. Das sind die von oben aus dem Dachgeschoss. Die hat's alle erwischt. Furchtbar. Die beiden Alten hatten sowieso das meiste hinter sich. Ja, aber die Lehrerin, die war da erst 30. Ja, die hat wahrscheinlich mehr vom Leben gehabt wie die anderen beiden zusammen. Ja, du bist doch bloß sauer, weil sie dich abgeschmettert hat. Ja, da kommt der Kohlmann. Das ist der Hausbesitzer. Er wird sich freuen. Na, vielleicht freut er sich wirklich. Holger, schläfst du schon wieder? Nein. Ich hab nachgedacht. Ich bin nun mal nicht an diesen frühen Arbeitsbeginn gewöhnt. Bin eben kein Beamter. Dafür bin ich dir ja auch ewig dankbar. 8.30 Uhr ist wir frei. Radiodienst in den Höhenlagen von Eifel, Hunsrück und Westerwald stellenweise glättet durch überfrierende Nässe. Anne, ich muss dir was sagen. Ich hätte es dir eigentlich schon gestern Abend sagen sollen, aber... Gibt's wieder Komplikationen? Was ist es denn diesmal? Mein Schwiegervater hat nächste Woche 60. Geburtstag. Das habe ich total vergessen. Ja, ich weiß. Jedenfalls kann ich meiner Frau unmöglich klarmachen, dass ich ausgerechnet an dem Tag auf Geschäftsreise sein muss. Solange ich noch in dem Familienunternehmen angestellt bin, muss ich... Tja. Das wär's dann wohl. Wär ja auch zu schön gewesen. Meinst du, ich bin glücklich darüber? Das war doch immer so, wenn wir mal zusammen ein paar Tage weg wollten. Das stimmt nicht. Du bist einfach nicht fair. Ich habe mir 10 Tage Urlaub genommen, im Januar, weil es so in deinen Terminkalender gepasst hat. Ja? Wiegand? Tag, Herr Schöller. Ja? Oh. Ja, da kann man nichts machen. Mhm. Ja. Gut. Okay, dann bis später. Was war denn? Ein Schiff. Muss ins Büro. Ein Brandfall. 3 Tote. Du hast doch Urlaub. Ich habe mir für heute freigenommen. Und morgen auch. Schade für dich. Was hättest du denn gemacht, wenn der Anruf gekommen wäre und ich hätte fahren können? Na, was schon? Solange ich noch hier bin, habe ich gar keine andere Wahl. Ich habe ja Verständnis. Aber warum hast du keins für meine Situation? Weil das nicht vergleichbar ist. Es ist vergleichbar.
Wir leben zwar in Scheidung, aber ich bin immer noch Angestellter in der Firma meiner Frau und meiner Schwiegereltern. Leitender Angestellter. Aber Angestellter. Und damit verdiene ich mein Geld. Soll ich hier warten? Worauf? Hanne, bitte. Ja? Versuch's nicht schon wieder. Ich schaff's nicht und du auch nicht. Was schaff ich nicht? Einfach so Schluss machen. Da sind Sie ja, Frau Wiegand. Tag. Es tut mir wirklich leid, aber es ging nicht anders. Tja. C'est la vie. Wo sind denn die Akten? Hier. Jedenfalls danke ich Ihnen, Frau Wiegand. Und wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann, jederzeit. Ja, das wär's dann. Der Schiller hat schon gedacht, er muss das selber machen. Hätte ihm auch nicht geschadet. Ihm nicht, aber vielleicht dem Fall. Hier, mit aufrichtigem Beileid. Und schwarz, dem Anlass entsprechend. Danke. Wollten Sie nicht wegfahren? Das hat sich zerschlagen. Vorher schon. Das tut mir wirklich leid. Was ist denn mit den Angehörigen? Sind die verständigt? Die Lehrerin hatte keine Näheren. Die war alleinstehend. Und die beiden alten Leute sind erst 85 aus der DDR rübergekommen. Da gibt's einen Sohn in Leipzig, der ist benachrichtigt worden. Die Obduktion ist übrigens heute Nachmittag, 14 Uhr. Was sagen die Brandexperten? Wahrscheinlich Brandstiftung. Leicht entflammbarer Brennstoff. Die Analyse kommt noch. Tja, dann werden wir uns jetzt mal diesen Herrn Pohlmann vornehmen, dem das Haus gehört. Ich habe mich heute Morgen ein bisschen umgehört. Sie glauben ja nicht, was der Volksmund so alles erzählt. Jetzt machen Sie es nicht gar so spannend, Herr Lehrer Kühn. Also, in dem Haus waren nur noch 4 von den 8 Wohnungen belegt. Vor einem halben Jahr hat der Pohlmann sämtlichen Mietern gekündigt. Und wieso? Weil das Haus abgerissen werden sollte. Links und rechts stehen schon lauter Neubauten. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt da angeblich Pläne für seine kombinierte Wohn- und Geschäftsanlage. Und in der ganzen Menge Freizeit-Pipapo, Tennishalle und so. Ein ziemlich dickes Ding. Das Interessanteste aber ist, dass die Mieter, die noch drin waren, offenbar Schwierigkeiten mit dem Auszug gemacht haben. Besonders die Lehrerin. Vielleicht können Sie sich auch vorstellen, wie geschockt ich bin. Ganz abgesehen von dem Schaden, der einem entsteht, haben wir auch eine Verantwortung für sein Haus. Und die, die drin wohnen. Ja, weiß man inzwischen was Näheres über die Brandursache? Nur so viel, dass Fahrlässigkeit ausscheidet. Sie wirken nicht sehr überrascht, Herr Pohlmann. Nein. Ich habe schon etwas erwartet. Die Feuerwehrleute in der Nacht, die waren ja auch der Meinung, dass da jemand nachgeholfen hat. Bleibt nur die Frage, wer? Richtig. Und ich hoffe, dass Sie das bald herausfinden. Schon wegen den diversen Haftungsfragen. Die erste Frage bei einer Brandstiftung ist ja immer, wem nützt der Brand? Nach unseren bisherigen Ermittlungen sind das hauptsächlich Sie, Herr Pohlmann. Sie haben ein großes Projekt vor auf dem Gelände, nicht wahr? Stimmt. Aber ich muss Sie enttäuschen. Ich habe es nicht nötig, meine Interessen mit kriminellen Mitteln durchzusetzen. Aber Mietprozesse hätten das Projekt doch verzögert. Unter Umständen auf sehr lange Zeit. Ich bitte Sie, Frau Kommissarin. Wer prozessiert in so einem Fall noch lange herum? Das waren doch alles kleine Leute, die in dem Haus gewohnt haben. So ein paar Tausende sind für die ein Vermögen. Unser Projekt am Stadtpark ist mit 35 Millionen veranschlagt.
Die Finanzierung ist so gut wie gesichert. Die Abbruchkosten betragen nicht mal ein Tausendstel des Gesamtaufwandes. Ja, warum sollte ich mir in der Situation drei Tote aufs Gewissen laden? Darf ich Sie trotzdem fragen, was Sie gestern Abend gemacht haben? Selbstverständlich. Ich war bei einem Vereinsfreund. Ja, wir haben... Moment mal, ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Wir haben die Tagesordnung für die Hauptversammlung gemacht. Ich bin nämlich Vizepräsident im Reitverein. Sie wollen das ja sicher überprüfen. Ja, dann. Vielen Dank, Herr Burnham. Bitte sehr. Ihre Ermittlungen sind ja auch in meinem Interesse. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich bedauere dieses Unglück. Selbst wenn es mir ein paar Probleme abgenommen hat. Das war kein Unglück, Herr Pohlmann. Das ist ein Verbrechen. Stimmt. Aber nicht meines. So ein Scheißwetter. Jetzt sollte man auf den Bahamas sein. Lanzarote wäre auch ganz nett. Waren Sie da schon mal? Nein. Ich auch nicht. Würde mich schon mal reizen. Aber meine Frau findet das pervers, wenn man gegen die Jahreszeit lebt. Die geht im Winter nur dahin, wo es Schnee gibt. Schwimmen kann sie im Sommer, sagt sie. Was suchen Sie hier? Den Hausmeister. Pressetante, was? Nee, Kripo-Tante. Oh, Entschuldigung. Bitte sehr. Also? Ich bin der Hausmeister. Kommen Sie ran. Wenn ich mir den Bericht von der Feuerwehr anschaue, Herr Wernitz, dann fällt mir auf, dass der Brand schon ziemlich fortgeschritten war, als der erste Löschzug eintraf. Da muss es doch vorher eine beachtliche Rauchentwicklung gegeben haben. Haben Sie denn davon gar nichts bemerkt? Ja, gucken Sie mal, was wir hier für eine Rauchentwicklung hatten. Vier Mann hoch und alle haben sie gequalmt wie eine Fabrikschlote. Sie haben Freunde da gehabt? Ist ja nicht verboten, oder? Kann ich ja nicht ahnen, dass es brennen wird. Wann haben Sie den Brand denn bemerkt? Also kurz nach elf, wie ich in den Keller wollte und Nachschub holen. Bin ich die Treppe hoch, weil ich dachte, das ist wieder dem Blümel sein Ölofen. Ja, und dann habe ich die Scheiße gesehen. Oben unterm Dach war schon alles am Brennen. Und war nichts mehr zu machen. Dann habe ich den Blümel rausgeholt und die Feuerwehr angerufen. Haben Sie die Toten näher gekannt? Nö, kaum. Naja, die Lehrerin war ein paar Mal hier zum Motzen. Worüber hat sie sich denn beschwert? Ach, wegen dem Axel seinen Genossen. Weil die hier ein paar Mal angeblich nachts rumkrakeelt hätten. Ja, und mal hat ihn da vor der Türe gekotzt. Mein Gott, habe ich gesagt. So weit kommt vor, Sie werden doch auch schon mal Einzelfälle gehabt haben, oder? Und die anderen beiden, das Ehepaar Dreher? Haben wir kaum mal gesehen. Sie auch? Nein, danke. Gerne. Im Dienst? Die Atmosphäre hier macht ausgesprochen durstig. Was? Nee, danke. Haben Sie den Posten hier schon länger, Herr Wernitz? Na, so ein Vierteljahr. Und wo haben Sie vorher gearbeitet? Auch beim Pohlmann. Auf dem Bau. Und davor? Da war ich in Berlin. Und was haben Sie da gemacht? Na, mal diesmal das. Was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie mir wieder was anhängen oder wie? Haben Sie da schon Erfahrungen, Herr Wernitz? Hören Sie mal, Frau Kommissar. Der hat mal gesessen, der Axel. Stimmt. Aber das ist jetzt vorbei, klar? Erledigt. Seit meinem Karatekurs im Frauenclub ist der so sauber wie ein Kinderpopo. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie hier ausziehen müssen? Das Haus wird ja abgerissen. Na, der Pohlmann hat mir einen anderen Posten versprochen. Aha. Waren Sie an diesem Abend eigentlich mehrmals im Keller, Herr Wernitz? Nein, war ich nicht.
Sie können ja meine Freunde fragen. Glauben Sie, dass die sich daran erinnern, bei dem Umsatz hier? Spielen Sie Skat? Ich? Nein, wieso? Wenn Sie nämlich Skat spielen würden. Und zwar mit Zockern. Na, mit echten Zockern wie ich. Na, dann wüssten Sie, dass sich da jeder dran erinnert, wenn Sie mal eine Weile abgängig sind. Da ist was dran. Ich spiele auch Skat. Und Sie? Ich? Ich bin erst gekommen, als es schon gebrannt hat. Ich war bedienen, im Tweety. Mache ich jeden Abend von 7 bis 11:30. Dann schließen die den Laden. Ja, dann schreiben Sie mal die Namen von Ihren Freunden auf. Und wo finde ich diesen Herrn Blümel? Der wohnt unten. Der wohnt im Moment unten in der Gartenlaube am Fluss. Hat sich denn nichts anderes für Sie finden lassen als diese Laube? Es ist ja nur vorübergehend. Nächste Woche ziehe ich ja um. Der Pohlmann hat mir eine Wohnung besorgt. Hatten Sie denn nicht Streit mit ihm wegen der Kündigung? Ich? Nee. Ich habe ihm gesagt, wenn Sie hier was aufziehen wollen, Herr Pohlmann, dann tun Sie das mal. Solange Sie mir eine Wohnung besorgen, wo ich nicht mehr bezahle als vorher und die auch ruhig ist, ich mache keine Schwierigkeiten. Ich sag ja, nächste Woche ziehe ich ein. Ach, das war also vor dem Brand alles schon so geplant? Ja, ja. Aber auch großzügig. Mit hier. Der Pohlmann. Scheint ja ein richtiger Wohltäter zu sein, der Herr Pohlmann. Nee, nee. Ich bin nicht der, der was sich dem Fortschritt in den Weg stellt. Die Lehrerin, die Karges. Ich meine, man soll ja nichts Schlechtes über die Verstorbenen sagen. Aber die war da anderer Meinung. Sie lässt sich nicht kaufen, hat sie gesagt, für ein Apfel und ein Ei. Von solchen wie der Pohlmann einer ist, der was die Gesellschaft erst zum Konsumzwang dressiert und hinterher dicke abkassiert. Mit meinen eigenen Ohren habe ich das gehört. Scheint ja eine ziemlich beherzte Dame gewesen zu sein, diese Frau Karges. Oh, Dame, das richtige Wort ist. War ein bisschen groß, das Herz. Da haben gleich mehrere zusammen reingepasst. Hat ihr aber auch Probleme gemacht. An dem Abend, wo es gebrannt hat, da war die Hölle los da oben. Da hat sie sich mit einem ihrer Knüllchen der Wolle gehabt. Ja, von mir aus geht einen ja nichts an. Ich hab ihr guten Tag gesagt und fertig. Ja, danke, verstanden. Wie gesagt, sie war eine gute Lehrerin, aber um ihr Privatleben habe ich mich nicht gekümmert. Die Frau Binder kann Ihnen da mehr sagen. Die beiden waren gut befreundet. Oh, einen Moment bitte. Die Zentrale hat angerufen. Der vorläufige Obduktionsbericht ist da. Ja, und? Monika Karges war schon tot, bevor es gebrannt hat. Sie ist erwürgt worden. Bis gleich. Binder, Sie waren mit Frau Karges befreundet. Ja, wir haben zusammen studiert. Bitte erzählen Sie mir alles, was Sie über Frau Karges wissen. Jedes Detail ist jetzt wichtig. Entschuldigen Sie, ich habe ja die Nachricht von dem Unfall noch kaum verkraftet. Und jetzt höre ich, dass Monika umgebracht worden ist. Wer macht sowas? Tja, das wollen wir herausfinden. Und Sie können uns dabei helfen. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen da erzählen soll. In letzter Zeit hatten wir gar nicht mehr so viel Kontakt miteinander. Ich habe das Gefühl gehabt, sie weicht mir aus. Ich glaube, sie hatte Probleme, über die sie gar nicht reden wollte. Sogenannte Partnerschaftsprobleme? Ja. Ja, sie hatte einen Freund. Seit fast 2 Jahren. Verheiratet. Wie das so ist. Ich meine, es ist ja nicht so einfach, wenn man mal über 30 ist, jemanden zu finden, der nicht gebunden ist. Vor einiger Zeit hat sie dann einen jungen Mann kennengelernt. Er ist 20, geht noch aufs Gymnasium. Und ich habe gesagt, Mensch, Moni, das ist doch nix. Aber
Aber sie hat gesagt, das verstehst du eben nicht. Sie war in letzter Zeit überhaupt ziemlich schwierig. Launisch und sprunghaft. Ich glaube, dass es schwere Auseinandersetzungen mit dem verheirateten Freund gegeben hat. Hat sie sich von dem getrennt? Ich habe sie mal gefragt, aber sie hat drumherum geredet. In den letzten Wochen war sie aber viel gelöster. Richtig fröhlich. Und ich habe gedacht, wenn das der Einfluss von dem Jungen ist, dann ist es ja gut. Sie wird schon wissen, was sie macht. Wissen Sie, wie der junge Mann heißt? Michael. Sie hat immer nur von Michael geredet. Und der verheiratete Freund? Das möchte ich lieber nicht sagen. Frau Binder, wir ermitteln hier in einem Mordfall. Das ist keine Diffamierung. Sie müssen das sagen. Der Mann heißt Wasemeyer. Dr. Friedrich Wasemeyer, Regierungsschulrat. Der Name kommt mir bekannt vor. Kann sein. Der kandidiert jetzt für den Landtag. Das scheint sich ja zu einer richtigen Polit-Story auszuwachsen. Das wäre doch nett. Vielleicht gibt's einen Regierungssturz. So wie damals bei Herrn Profumo. Profumo war schon Minister, Herr Leverkühn. Ja, ja, aber Herr Wasemeyer hat alle Chancen, das auch zu werden. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe mir überlegt, Sie kümmern sich jetzt mal um den Schüler Michael. Und ich gehe zu den Wasemeyers. Sie wollen mich nicht dabei haben. Lassen Sie mich das mal allein machen. Entschuldigen Sie, ich komme ohne Voranmeldung. Ich hätte gern Dr. Wasemeyer gesprochen. Oh, mein Mann ist in Bonn zu einer pädagogischen Tagung. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nein, ich glaube kaum. Ja, um was geht's denn? Ich hätte ein paar Fragen an Ihren Mann. Es geht um einen Unfall. Handelt es sich vielleicht um Frau Karges? Ja. Ach, bitte kommen Sie doch herein. Sie sind von der Polizei, nicht wahr? Ja. Mein Name ist Wiegand. Hauptkommissarin Wiegand. Das ist ein Chagall. Ja, 1956. Nicht mehr zu bezahlen heute. Sehr schön. Möchten Sie nicht Platz nehmen? Ja. Darf ich Ihnen auch eine Tasse Tee anbieten? Gern. Darf ich fragen, was das hier ist, Frau Wasemeyer? Das ist der Anfang eines Kreuzworträtsels. Ich entwerfe die. Manchmal verkaufe ich sogar eins, aber meistens lässt sie mein Mann. Das ist sozusagen ein Hobby von mir. Es beschäftigt mich und hält den Geist in Bewegung. Diese Zeit am Nachmittag, das ist für mich immer Tea Time. Oh, bitte. Tee ist wirklich gut. Aber eigentlich wollte ich ja über ganz andere Dinge mit Ihnen reden. Und Sie wissen nicht so recht, wo Sie anfangen sollen, nicht wahr? Darf ich Ihnen das abnehmen? Ich habe natürlich von dieser Monika Karges gewusst. Ich habe das von Anfang an gespürt. Wo meinst du? Ja, da. Hier? Jetzt reicht's aber, ja?
Schön, nicht wahr? Sag doch mal was. Was soll ich denn sagen? Schön, dass wir zusammen sind. Ich habe diese Kassette inzwischen, ich weiß nicht wie oft, gesehen. Mein Mann hat sie nicht mal gut versteckt. Sie wissen, dass Frau Karges tot ist? Ja, natürlich. Baden-Baden ist klein, deswegen habe ich sie ja auch hereingebeten. Was Sie noch nicht wissen können, ist, dass Frau Karges erwürgt wurde, bevor es zu brennen begann. Und Sie verdächtigen meinen Mann? Ich verdächtige niemanden, ich ermittle. Entschuldigen Sie natürlich. Mein Mann hat mit dieser Sache nichts zu tun. Sind Sie so sicher? Ich kenne ihn seit 26 Jahren und ich kenne ihn sehr genau. Wissen Sie, man lebt sehr aufeinander bezogen, wenn man keine Kinder hat. Ich kenne ihn in all seinen Stärken und all seinen Schwächen. Und diese Monika Karges war eine von diesen Schwächen. Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Zwischen meinem Mann und mir hat sich deswegen nichts verändert. Wir haben schon lange eine Ebene der Kommunikation gefunden, auf der solche Dinge wie das, was ihn zu dieser Frau getrieben hat, nebensächlich werden. Ist das möglich? Oh ja, das ist möglich. Entschuldigen Sie meine Frage, sind Sie verheiratet? Nein. Ich bin es seit 24 Jahren. Und da begreift man allmählich, was es bedeutet für eine Frau. Vor allem, wenn sich die ersten Anzeichen körperlichen Verfalls zeigen. Wenn mein Mann also hin und wieder eine kleine Selbstbestätigung brauchte, dann habe ich halt weggeschaut. Ich lächle inzwischen über Frauen wie Monika Karges, à la longue. Tun Sie mir sogar leid, was haben Sie denn? Meinen Mann und mich verbindet etwas viel Tieferes als diese Bettgeschichten. Vielleicht hat Ihr Mann diese Frau wirklich geliebt. Liebe findet vielleicht mit 20 statt. Ein Mann von 53 liebt seinen Beruf und seine Ehefrau hilft ihm dabei. Und das ist die gemeinsame Lebensgeschichte. Und die dauert viel länger. Haben Sie nie daran gedacht, dass Ihr Mann sich von Ihnen trennen könnte? Oh ja, doch, natürlich. Ich bin ja nicht naiv. Aber sehen Sie, eine Geliebte ist kein Problem. Sie kann nichts verlangen. Eine neue Frau würde fordern. Aufmerksamkeit, Zuwendung, Kraft, Zeit. Und von all dem hat man nicht mehr allzu viel, wenn man 53 und auf Karriere programmiert ist. Und mein Mann? Mein Mann ist viel zu klug, um das nicht auch zu wissen. Frau Wasemeyer, wo war Ihr Mann gestern Abend? Hier. Er kam um 17 Uhr aus Karlsruhe, wie immer. Abends haben wir sein Referat gemeinsam überarbeitet, was er heute halten will. Aber damit wäre doch alles erledigt. Oder nicht? Danke. Raten Sie mal, wie viele 20-jährige Gymnasiasten es gibt, die Michael heißen. Keine Ahnung, wahrscheinlich Hunderte. 32. Aha. Ich habe auch Neuigkeiten. Die Analyse ist gekommen. Und der detaillierte Obduktionsbericht. Der Brand wurde mit Rum verursacht, mit 80-prozentigem Rum. So eine Materialverschwendung. Mhm. Die beiden alten Leute sind erstickt, Kohlenmonoxid. Die Karges hatte nichts dergleichen in der Lunge, dafür tiefliegende Ödeme im Halswirbelbereich, also Würgemale. Und an den Oberarmen und im Gesicht. Es muss also einen Kampf gegeben haben. Ja, ja, das wissen wir schon. Außerdem war sie schwanger. Mitte dritter Monat, schätzt der Pathologe. Das ist wirklich was Neues. Ihr Baden-Baden. Ihr Baden-Baden.
Wissen Sie die ganze Theorie? Ja, ja, darüber reden wir später. Gehen Sie schon vor zum Wagen, ich muss noch telefonieren. Jetzt ruft er seine Frau an. Oder seine Freundin. Herr Dr. Wasemeyer? Ja? Könnte ich Sie einen Augenblick sprechen? Sind Sie von der Presse? Kriminalpolizei. Ja, was ist denn? Es handelt sich um Frau Karges. Monika Karges. Was ist mit Frau Karges? Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen das hier so sagen muss. Aber Frau Karges ist tot. Bitte? In Ihrer Wohnung ist ein Brand ausgebrochen. Wie wir inzwischen festgestellt haben, nachdem jemand Frau Karges erwürgt hat. Aber ich glaube, das ist hier nicht der richtige Ort für so ein Gespräch. Hätten Sie vielleicht heute noch Zeit? Nein. Entschuldigen Sie, ich begreife das alles gar nicht. Ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung. Aber im Moment... Ich habe heute noch zwei wichtige Termine. Ich werde auf einer Podiumsdiskussion erwartet. Die kann ich unmöglich absagen. Könnten Sie mich morgen früh in meinem Büro in Karlsruhe besuchen? Ja, natürlich. Um 9 oder ist Ihnen das zu früh? Nein, nein, das geht schon. Ich darf doch mit Ihrer Diskretion rechnen. Selbstverständlich. Soweit es möglich ist. Es tut mir leid, aber ich bin wirklich in Zeitdruck. Ich muss jetzt gehen. Meinen Sie, der geht jetzt wirklich zu seinen Terminen und zur Podiumsdiskussion? Mit Sicherheit. In diesem Job ist Fassade alles, egal wie es dahinter aussieht. Bitte trink nicht so viel, du weißt, dass es dir nicht gut bekommt. Du, dieser ganze Stress im Moment. Ich habe keine Ahnung, was ich heute Abend geredet habe. Du warst sehr gut. Vermutlich bin ich schizophren. Jeder Mensch ist irgendwie schizophren. Ja, wahrscheinlich. Ich verstehe dich nicht, Elisabeth. Was verstehst du nicht? Warum hast du mir nie gesagt, dass du von meiner Beziehung zu Monika gewusst hast? Und was hätte das bewirkt? Doch nur Auseinandersetzungen. Ich habe übrigens nicht nur von dieser Sache gewusst. Ich muss dir das erklären. Nein, das musst du nicht. Bitte, Friedrich, ich möchte nicht mehr darüber reden. Wir müssen aber darüber reden. Diese Kommissarin kommt morgen in mein Büro. Ja und, das braucht dich doch nicht zu belasten. Ich habe ihr gesagt, dass du den ganzen Abend mit mir zusammen warst, hier. Ja, aber wieso denn, warum? Was hätte ich ihr denn sonst sagen sollen? Du warst doch bei dieser Monika Karges, oder? Ja. Friedrich, du weißt genauso gut wie ich, was es bedeutet, wenn du 8 Wochen vor der Wahl in einen Skandal verwickelt wirst. Wenn auch nur der Hauch eines Verdachts an dir hängen bleibt, war unsere ganze Arbeit umsonst. Der Wähler ist moralischer, als man denkt. Du bist unglaublich. Findest du?
Wann bist du von ihr weggegangen? So gegen 22:30. Wo warst du eigentlich an diesem Abend? Bei meiner Schwester. Aber sie wird das nicht der Polizei erzählen, weil ich der Kommissarin gesagt habe, dass ich den ganzen Abend zu Hause war. Dein Alibi ist dir sicher. Euer Clan hält immer zusammen. Was? Warum fragst du mich eigentlich nicht, ob ich sie umgebracht habe? Vielleicht habe ich Angst vor dem, was du darauf sagen könntest. Gigant? Ach, du bist es, Holger. Ja, natürlich habe ich den Zettel gefunden. Wo ich war die ganze Zeit? Im Kino. Ja, allein. Du bist in Frankfurt? Wann kommst du zurück? Aha, na das beruhigt mich. Holger, bist du allein gefahren? Nun sei doch nicht gleich so empfindlich. Du arbeitest noch in der Firma deiner Frau, warum sollst du nicht mit ihr auf Geschäftsreise gehen? Was heißt, ich bin biestig? Ich denke nur nach. Och, über die Dinge des Lebens. So hieß der Film. Nein, kein Krimi. Das Übliche. Ein Mann und zwei Frauen. Mach dir nichts draus. Ich erkläre dir das, wenn du wieder hier bist. Ciao, Holger. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bitte. Zu Dr. Wasemeyer, wir haben einen Termin. Ja. Möchten Sie bitte hier ablegen? Dr. Wasemeyer telefoniert noch. Die Diskussion im Hörfunk und dann wird gleich anschließend das Fernsehinterview aufgezeichnet. Alles im Südwestfunk. Mir wird schon was einfallen. Wahrscheinlich werden die Grünen wieder ihre streitbaren Damen schicken. Ja, ich sehe das auch so. Macht dir keine Gedanken. Wir setzen uns schon durch. Ja, in Ordnung. Wiederhören, Siegfried. Entschuldigen Sie. Morgen, Herr Dr. Wasemeyer. Guten Morgen. Bitte. Danke. Sie können natürlich zu unserem Gespräch einen Anwalt hinzuziehen. Danke, dazu sehe ich keine Veranlassung. Gut. Ich habe Sie jedenfalls darauf hingewiesen. Herr Dr. Wasemeyer, ich muss Sie fragen. Waren Sie am Tag des Brandes irgendwann mal in der Wohnung von Frau Karges? Ja. Ich war am Abend des Brandes bei Frau Karges, von 7 bis 22:30. Ich weiß, meine Frau hat Ihnen gestern etwas anderes erzählt. Ihre Frau hat versucht, Sie aus der Sache rauszuhalten. Ja. Ich hatte an diesem Abend eine Auseinandersetzung mit Monika. Sie sagte mir, dass sie ein Kind erwartet. Sie sagte, dass ich nicht der Vater des Kindes wäre und dass wir uns trennen müssten. Sie wollen sagen, sie hatte noch Beziehungen zu einem anderen Mann? Ja. Wir hatten deswegen schon mehrmals Streit. Ich war überzeugt, dass sie nur aus einer Art Trotz mit diesem Jungen etwas angefangen hatte. Um Sie eifersüchtig zu machen? Nein, um von mir wegzukommen. Sie wusste, dass eine Scheidung nicht in Frage kam, aus den verschiedensten Gründen. Sie verstehen? Ich wollte sie auf keinen Fall verlieren. Und sie hat mich auch geliebt. Sie hat eben nur diese Möglichkeit gesehen. Und das war die Geschichte mit dem Kind von dem anderen. Aber in Wirklichkeit wollte sie ein Kind von mir. Hätten Sie denn ein Kind gewollt? Ja. Ja, ich hätte es gewollt. Ich habe keine Kinder vor Wiegand. Und Ihre Karriere? Irgendein Weg hätte sich gefunden. Monika hätte in eine andere Stadt ziehen können.
Vielleicht hätte ich mich doch scheiden lassen. Ich weiß es nicht. Ich war verwirrt. Ich war völlig durcheinander. Ich habe begriffen, dass mein Leben so nicht weitergehen konnte. Herr Dr. Wasemeyer, war es nicht so, dass Frau Karges Ihnen gesagt hat, dass das Kind von Ihnen ist? Und Ansprüche gestellt hat, die Sie nicht erfüllen wollten? Nein, so war es nicht. Wir haben uns gestritten, das habe ich Ihnen ja gesagt, aber wir haben uns auch wieder versöhnt. Wir haben sogar noch miteinander geschlafen, ehe ich gegangen bin. Wann war das? So gegen 22:30. Sind Sie dann sofort nach Hause gegangen? Nein, ich bin durch die Gegend gefahren und im Wald herumgelaufen. Ich wollte allein sein, nachdenken. Und wann sind Sie heimgekommen? So gegen 2:00. Herr Dr. Wasemeyer, warum erzählen Sie mir das alles? Sie wissen doch, dass Sie sich damit belasten. Warum haben Sie das Alibi-Angebot Ihrer Frau nicht angenommen? Das wäre doch das Naheliegendste in Ihrer Lage. Als Politiker lernt man unter anderem die Wahrheit zu interpretieren. Sehen Sie, ich bin nun mal in die Sache verwickelt, daran lässt sich nichts ändern. Unseren Streit kann jemand gehört haben, im Haus kann ich gesehen worden sein. Stellt sich das alles hinterher heraus, bin ich stärker belastet als jetzt, weil ich gelogen habe. Ja, das ist richtig. Nichts wird so sehr für Übertreibung gehalten wie die Schilderung der nackten Wahrheit, hat Josef Konrad mal gesagt. Ich habe Monika nicht umgebracht. Das wird sich herausstellen. Darf ich vielleicht erfahren, was Sie sich von all dem hier versprechen? Können Sie sich erinnern, wann Ihr Mann diese Hose zum letzten Mal angehabt hat? Nein, tut mir leid. Ich glaube, die sollte in die Reinigung. Das muss er wohl vergessen haben. Packen Sie sie ein, die geht auch ins Labor. Ich bin fertig mit dem Wagen. Okay, Sie auch, Herr Leverkühn? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt. Wiedersehen, Frau Wasemeyer. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nein, nein, nicht die Freigabe der Kindersexualität oder die Nivellierung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses zu sogenannten gleichberechtigten Partnern ist gefragt, sondern die Wiedervermittlung von Wertvorstellungen. Unsere Jugend sucht Leitbilder und keine falsch verstandenen Freiheiten und verlogenen Gleichmachereien. Herr Dr. Wasemeyer, Frau Heidmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Sie waren fantastisch, Herr Dr. Wasemeyer. So, finden Sie? Dankeschön, Herr Voss. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Was haben Sie denn da gemacht? Das ist ein kleiner Unfall, aber da ist ja die Brille drauf. Wenn Sie das ein bisschen abdecken könnten. Hm? Ja, keine Angst, das mache ich. Tja, Herr Dr. Wasemeyer. Pech, wenn man ein öffentliches Gesicht hat. Die Brille. Ich wusste nicht genau, was anders war, aber es gibt ja genügend Bildmaterial von Ihnen. Ich muss Ihnen das erklären. Ich weiß. Sie haben eine Bindehautentzündung und Ihre Augen sind deshalb sehr lichtempfindlich. Seit gestern, sagt Ihre Sekretärin. Es tut mir leid, aber ich muss Sie vorläufig festnehmen. Also hören Sie, Frau Wiegand, so lasse ich nicht mit mir umspringen. Das gibt einen Skandal. Meinen Sie? Oder wollen Sie den vielleicht? Einen spektakuläreren Ort als eine Rundfunkanstalt hätten Sie sich ja wohl für die Verhaftung kaum aussuchen können. Wo stehen Sie eigentlich politisch? Nirgends. Das heißt, auf der Seite der Vernunft. Aber die ist parteipolitisch ja nicht organisiert. Frau Wiegand, ich habe mich bemüht, Ihnen mit der größtmöglichen Offenheit bei Ihren Recherchen behilflich zu sein. Wenn Sie so ehrlich sind, Herr Dr. Wasemeyer, warum dann immer nur Teilwahrheiten? Ich bin nicht verpflichtet, mich selbst zu belasten. Jedenfalls wird diese Voreiligkeit Folgen für Sie haben. Das ist Ihnen doch klar, oder? Dem sehe ich ganz ruhig entgegen. Ich schlage vor, dass wir jetzt wieder sachlich werden. Dann könnte ich Ihnen vielleicht die Fakten vortragen. Ich bitte darum. Bitte.
Das Feuer wurde mit hochprozentigem Rum verursacht. Wir haben Spuren eines Tee-Rum-Gemischs in einer Tasse in der Wohnung von Frau Karges gefunden. An dieser Tasse Ihre Fingerabdrücke. Ja, ja, ich habe das getrunken. Ich war erkältet. Und daraus schließen Sie, dass ich der Mörder und Brandstifter bin. Sie vergessen Ihre Kampfspuren, Herr Dr. Wasemeyer. Was soll das heißen? Ich habe Ihnen gesagt, ich bin herumgelaufen. Im Wald. Es war dunkel. Ich war total durcheinander. Da bin ich in einen herunterhängenden Ast gerannt. Wir haben auch die Rumflasche gefunden. Ah ja, vermutlich in meiner Aktentasche. Nein, in einem Müllcontainer. Vor einem der Nachbarhäuser. Vor dem Haus, vor dem Sie immer Ihren Wagen parkten, wenn Sie zu Frau Karges gingen. Im Erdgeschoss wohnt eine ältere Dame, die hat Sie häufiger beobachtet. Wie überzeugend. Auf der Flasche waren auch Fingerabdrücke. Und zwar die von Frau Karges und von Ihnen. Und schließlich haben wir noch die Hose gefunden, die Sie am Brandtag getragen haben. Ja, ja, die sollte in die Reinigung. Es war feucht und schmutzig im Wald. Eben, eben. Seltsamerweise haben wir gar keine Spuren von Schmutz an der Hose gefunden. Dafür etwas ganz anderes. Aha. Und was bitte? Rumpflecke. Ziemlich große Rumpflecke. Naja, wahrscheinlich habe ich den Rum verschüttet beim Eingießen. Hatten Sie denn so viel getrunken? Ich hatte vorher schon einiges getrunken. Ich war verwirrt, da achtet man nicht auf solche Dinge. Das ist ein bisschen viel Zufall, nicht? Finden Sie nicht auch? Ich sehe ein, das hört sich alles etwas konstruiert an. Aber es war so. Wirklich, Frau Wiegand. Sie haben mir erzählt, dass Sie sich mit Frau Karges versöhnt hätten und dann mit ihr geschlafen haben. Ja, das stimmt. Das tut mir leid, aber das kann nicht stimmen. Wir haben auf Ihre Aussage hin die Leiche noch einmal untersuchen lassen. Es finden sich keinerlei Hinweise auf... Sie verstehen. Kann ich Sie mal allein sprechen, Frau Wiegand? Frau Wiegand, Sie sind sensibel und intelligent. Außerdem, es ist absurd, aber es ist leichter, einer Frau das zu sagen als einem Mann. Was? Dass ich versucht habe, mit ihr zu schlafen. Ich habe es versucht, verstehen Sie? Aber es ging nicht. Ich hatte getrunken, sagte ich ja. Und dann dieser ganze seelische Stress. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Und Frau Karges, wie hat die sich verhalten? Sie war sehr lieb. Sie hat mich getröstet. Das macht doch nichts, hat sie gesagt. Es kommt mal vor. Aber es war beschämend. Es ist auch beschämend, darüber zu sprechen. War es nicht ganz anders, Herr Dr. Wasemeyer? Dass Sie sich einfach nur gestritten haben. Dass Frau Karges sich wirklich von Ihnen trennen wollte, weil sie vielleicht mit dem jungen Mann glücklicher war. Dass sie Ihnen das auch gesagt hat, vielleicht sehr kränkend gesagt hat. Dass sie das Kind gar nicht wollte, von wem auch immer es gewesen sein mag. Dass sie versucht hat, sie zu erpressen. Geld von Ihnen verlangte. Mit einem Skandal gedroht hat. Und dass sie in einem Anfall von Panik erwürgt haben. Und danach alle Spuren dieses Verbrechens durch ein Feuer, durch ein zufällig entstandenes Feuer zu beseitigen suchten. War es nicht so, Herr Dr. Wasemeyer? Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
Wenn Sie sich irren, Frau Wiegand, dann ist morgen die Hölle los. Das ist Ihnen doch klar. Der Minister hat angerufen, der Polizeipräsident, und die Presse hat sich auch schon gemeldet. Ich hoffe nur, Sie haben sich das gut überlegt. Ich habe den Fall genauso gründlich geprüft wie jeden anderen auch. Ja, ja, aber das ist nicht wie jeder andere Fall auch. Für mich schon. Ja, ja. Die Geschichte hängt doch nur an ein paar Indizien. Die Hälfte aller Fälle hängt in dem Stadium an Indizien. Hätte ich ihn vielleicht nicht in Haft nehmen sollen? Bei der Beweislage? Theoretisch ja, aber weggelaufen wäre er Ihnen nicht. Der kann doch gar nicht verschwinden bei der Prominenz. Da sind schon ganz andere verschwunden. Also, Sie sind ganz sicher? Ja? Ich bin auch nicht der liebe Gott. So sicher, wie die Ermittlungsergebnisse das eben erlauben. Was sagt denn der Staatsanwalt? Der hat die Akten ja noch nicht mal gelesen. Jetzt ist es 20 nach 10. Da passiert heute nichts mehr. Also, dann sitzt der Wasemeyer die Nacht über auf jeden Fall. Ich bewege mich völlig im Rahmen der Strafverfolgung. Ja, schon. Aber in dem Fall, wenn der Staatsanwalt keinen Haftbefehl beantragt, werden wir unseren Hut nehmen. Als dein Schwager und dein Anwalt muss ich dir sagen, dass du dich da selbst reingeritten hast. Du hättest besser auf den Rat von Elisabeth gehört, dann wärst du jetzt nicht hier. Hermann, ich bin gesehen worden, als ich in das Haus gegangen bin. Außerdem, der alte Mann, der in der Wohnung unter Monika wohnt, hat mit Sicherheit etwas von unserem Streit mitbekommen. Es ist doch wahnwitzig, etwas abzuleugnen, was sie dir drei Tage später beweisen. Trotzdem. Hattest du etwas getrunken an dem Abend? Natürlich, eine ganze Menge. Ich war fertig. Was hast du getrunken? Harte Sachen? Ja, Whisky, ein paar Tee mit Rum. Friedrich, ich habe die Sache mit diesem Brenner damals gerade noch ausbügeln können. Aber wenn es zum Prozess kommt, wird man sich daran erinnern. Und es gibt ja leider, oder in diesem Fall Gott sei Dank, noch ein paar andere Leute, die wissen, wie du, entschuldige, aus der Rolle fallen kannst, wenn du zu viel getrunken hast. Auf was willst du eigentlich hinaus? Auf Paragraph 323a, Vollrausch. Das kostet dich den Führerschein und vielleicht ein, zwei Jahre, ein Disziplinarverfahren vermutlich auch, aber es ist kein dreifacher Mord. Bist du wahnsinnig geworden? Wie lange kennen wir uns eigentlich? Ich sage dir, ich war es nicht. Es ist ja gut, wenn du das sagst. Du weißt es ja nicht mehr. Du hast das verdrängt. Du hast Dinge getan, die du nüchtern aufs Schärfste verurteilen müsstest. Und dein Unterbewusstsein schützt dich vor dem Erkenntnisschock. Du fühlst dich unschuldig. Das, was du dieser Kommissarin erzählt hast, ist die korrigierte Version, deine Wunschvorstellung. Denn inzwischen funktioniert ja dein Verstand wieder. Solche Reaktionen sind in der tiefen Psychologie bekannt. Du glaubst mir also auch nicht. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Vielmehr mit deiner Schwester. Aber ich werde meine Aussagen nicht in diese Richtung frisieren. Wie du willst. Vielleicht glaubt dir der Untersuchungsrichter. Ich würde das aber noch mal überschlafen. Der Vorführtermin ist morgen früh um 10. Diese Frau ließ Dr. Wasemeyer verhaften. Ich wusste gar nicht, dass Sie politisch engagiert sind. Wieso? Steht auch drin. Hier. Sie haben nämlich den Wasemeyer nur deshalb eingebuchtet, um seine Wahl zu verhindern. Klar. Und irgendwelche Geheimdienste haben mich finanziert. Steht das nicht drin? Das kommt noch. Wenn der Staatsanwalt einen Haftbefehl beantragt, sind Sie den schwarzen Peter los. Tja, wenn. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass meine Mandanten, der im Begriff ist, sich um ein politisches Mandat zu bewerben, durch eine Inhaftierung irreparabler persönlicher Schaden entsteht. Herr Dr. Wasemeyer ist ein bisher unbescholtener Mann des öffentlichen Lebens, der in der staatlichen Administration einen verantwortungsvollen Posten bekleidet. Er hat einen festen Wohnsitz und es besteht im anstehenden Fall keinerlei Verdunklungsgefahr. Mein Mandant ist bereit, durch Zahlung einer Kautionssumme, deren Höhe ich dem Belieben des Gerichts anheimstelle, die Besorgnis der Fluchtgefahr auszuräumen. Ich stelle deshalb den Antrag auf Haftverschonung und bitte den Herrn Untersuchungsrichter, aus den dargelegten Gründen vom Erlass eines Haftbefehls abzusehen.
Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, Herr Rechtsanwalt. Nach Abwägung aller Umstände wird dem Ansuchen der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Es ergeht folgender Haftbefehl. Herr Dr. Friedrich Wasemeyer. Kann ich mal sehen, was Sie da mitgebracht haben? Ja, bitte. Selbst gemacht? Ja. Ich entwerfe sie, mein Mann löst sie. Schon seit 15 Jahren. Ist was dagegen einzuwenden? Schriftliche Sachen muss erst der Untersuchungsrichter sehen. Aha. Ja, bitte, dann veranlassen Sie das. Tut mir leid, Elisabeth. Es wird alles wieder gut werden. Tag, Frau Wasemeyer. Tag, Frau Wiegand. Ich habe hier zu tun in einer anderen Sache. Ich wollte Ihnen nur sagen, es tut mir leid. Das wird sich alles aufklären. Das Ganze ist ein entsetzlicher Irrtum. Bitte fassen Sie das nicht als Vorwurf auf. Sie haben ja nur getan, was Sie tun mussten. Danke. Es ist bestimmt nicht leicht für Sie, das zu sagen in Ihrer Situation. Schade, dass die Umstände so unglücklich sind. Aber ich habe jetzt noch eine Menge zu erledigen. Bitte entschuldigen Sie mich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich weiß nicht, irgendwas gefällt mir nicht an der Wasemeyer-Geschichte. Wieso denn das? Wir sind doch voll bestätigt worden. Ja. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kriege ich das Gefühl, der hat vielleicht doch... Der hat vielleicht doch die Wahrheit gesagt. Hm. Wollen Sie zu mir? Ja, ich warte schon seit einer Stunde hier. Ich komme wegen der Monika. Monika Karges. Ich war mit ihr befreundet. Heißen Sie Michael? Ja, Michael Scheibner. Ja, um Gottes Willen, warum melden Sie sich denn erst jetzt? Wir haben hier sämtliche Gymnasien abgeklappert. Die Zeitungen waren noch voll von der Sache. Ich gehe auf eine Waldorfschule. In Karlsruhe. Ich bin erst seit gestern Abend wieder zurück. Wir waren auf einer Studienfahrt. In Italien. Haben Sie am Abend des Brandes mit Frau Karges telefoniert? Ja. Wann war das? 11:15. Sind Sie ganz sicher? Ja, ich musste doch 11 zurück sein. Und deshalb habe ich oft auf die Uhr geschaut. Die waren sehr streng in dem Heim. Was haben Sie denn mit Frau Karges besprochen? Zuerst habe ich gesagt, dass ich schon seit einer Viertelstunde versucht habe, sie anzurufen. Darauf hat sie gesagt, der Pohlmann hat mich angerufen. Und ich habe gefragt, was will denn der noch so spät? Und sie hat gesagt, er hat jetzt Muffe. Sie hatte was gefunden, mit dem sie ihn in der Hand hatte. Sie hat aber nicht gesagt, was das war. Nein, nur, dass der Pohlmann noch vorbeikommen wollte. Am selben Abend noch? Ja. Ich habe sogar noch klingeln hören. Sie hat gesagt, ich glaube, da ist er schon. Ich muss jetzt aufhören. Ich habe gesagt, Moni, sei vorsichtig. Warte, bis ich zurück bin. Aber die Moni hat nur gelacht. Und gesagt, mit dem wird sie schon allein fertig. Ich habe dann die letzten beiden Tage dauernd versucht, sie anzurufen. Aber ich bin nie durchgekommen, Ilse. Jetzt weiß ich natürlich, warum. Wussten Sie, dass Frau Karges mit Dr. Wasemeyer befreundet war? Ja. Aber das war, bevor ich Sie kennengelernt habe. Ach so, Sie wollen damit sagen, danach war nichts mehr zwischen den beiden.
Klar war da was. Danke. Der kam ja immer wieder kam der angekrochen. Hat gesagt, dass er sie braucht. Dass er ohne sie nicht leben kann. Und Frau Karges? Die ist umgekippt. Jedes Mal, wenn der ankam. Die konnte sich wehren, die Moni. Gegen alles konnte die sich wehren. Nur nicht gegen dem seine Tour. Ich meine, dabei wollte die das gar nicht. Sie wollte mit mir zusammen sein. Wussten Sie, dass Frau Karges schwanger war? War das Kind von Ihnen? Ja, natürlich. Oder glauben Sie von dem was? Er ist doch viel zu vorsichtig für sowas. Hat Frau Karges Ihnen gesagt, dass das Kind von Ihnen ist? Nein. Sie hat immer nur gesagt, es ist ihr Kind. Sie hat sich so gefreut darauf. Sie war ganz verändert, seit sie das wusste. Ja, und ich habe gesagt, Moni, du musst doch arbeiten. Und ich muss erst mal mein Abitur machen. Wer soll denn nach dem Kind sehen? Aber es war nicht mit ihr zu reden. Sie weiß schon, hat sie gesagt, wie sich das regeln lässt. Dass sie das Kind selbst versorgen kann. Ja, und jetzt auch. Wissen Sie, wie das ist? Wenn man jemanden verliert, den man so schrecklich lieb hat. Also, der Wasemeyer war schon weg, als sie mit dem Jungen telefoniert hat. Und die Karges hat versucht, den Pohlmann mit irgendetwas unter Druck zu setzen. Aber mit was verdammt nochmal? Ist ja gar nicht sicher, ob der Pohlmann wirklich gekommen ist. Vielleicht hat er sich's anders überlegt. Es hat aber geklingelt, sagt der Junge. Ja, ja, aber das kann auch der Wasemeyer gewesen sein. Er ist nochmal zurückgekommen, weil ihm die Tragweite der Sache erst jetzt klar geworden ist. Und dann hat er sie umgebracht und die Bude angezündet. Ist natürlich auch möglich, aber... Was wollen wir eigentlich auf dem Bauern? So eine Idee. Bitte, Herr Vogeler, wie geht das eigentlich vor sich beim Bauamt, wenn ein Haus Baujahr 1924 abgerissen werden soll? Ja, da prüfen wir generell von Amts wegen. Auch im Fall dieser Villa von Herrn Pohlmann? Ja, natürlich. Und was sind die Kriterien, nach denen geprüft wird? Das Gebäude muss entweder einen baugeschichtlichen, einen heimatgeschichtlichen oder einen wissenschaftlichen Erhaltungswert haben. Aha. Und das war hier nicht der Fall? Nein, eindeutig nicht. Wenn nun jemand käme, der solche Gründe vortragen könnte, ich meine, wäre da jeder dazu berechtigt? Im Prinzip ja, aber das kommt selten vor. So, so. Kennen Sie eine Frau Karges? Monika Karges? Hat die hier nicht mal vorgesprochen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber... Die hat hier mal angerufen. Da waren Sie nicht da, Herr Vogler. Ich habe ihr gesagt, dass ich für den Denkmalschutz nicht zuständig bin und dass ich es später noch mal versuchen soll. Erinnern Sie sich? Und, hat sie noch mal angerufen? Nein. Wenn Sie ganz scharf nachdenken, Herr Vogler, fällt Ihnen da nicht vielleicht doch noch was ein? Nein, es fällt mir nichts ein.
Und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Entschuldigung, aber mir fällt noch was ein. Die Frau Karkes hat irgendwas von einem berühmten Mann erwähnt, der sich während des Krieges in dem Haus versteckt haben soll. Ach, wirklich? Da bringen Sie was durcheinander. Nein, ganz bestimmt nicht. Sein Name war Häberlin oder Bäderlin, auf jeden Fall so ähnlich. Ich habe dir noch was zu lesen mitgebracht. Und ein neues Kreuzworträtsel. Ich darf dir das jetzt direkt geben. Danke, Elisabeth. Du verhältst dich großartig. Du beschämst mich. Ich liebe dich doch. Und ich habe einmal versprochen, das nicht nur in guten Zeiten zu tun. Ich habe hier viel Zeit zum Nachdenken. Entsetzlich viel Zeit. Alles, was ich sonst verdrängt habe, kommt jetzt hoch. Quäl dich nicht unnötig, Friedrich. Wir müssen an die Zukunft denken. Wäre es nicht vernünftig, dem Vorschlag von Hermann doch zu folgen? Ein, zwei Jahre und du bist wieder frei. Wir ziehen weg von hier. Fangen irgendwo anders von vorne an. Wir können ohne weiteres von meinen Zinsen leben. Ich kann das nicht, Elisabeth. Ich kann nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Hermann sagt, du musst auch an deine Freunde denken. Wenn du vorübergehend für unzurechnungsfähig erklärt wirst, ist das das kleinere Übel. Der politische Flurschaden ist ohnehin schlimm genug. Ich habe jetzt sowieso keine Freunde mehr. Weder politische noch andere. Nur dich noch. Friedrich, ich muss dich etwas fragen. Ja? Wenn all diese schrecklichen Dinge nicht passiert wären, wenn diese Monika noch lebte, hättest du dich scheiden lassen? Darüber habe ich auch nachgedacht. Immer wieder. In der Nacht. Später. Hier. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Du hast mich gefragt, ich möchte dich nicht anlügen. Weil sie jünger war, attraktiver? Nein. Sie war... Ich kann das nicht erklären, Elisabeth. Das war eine neue Art von Gefühl. Anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Nichts war mir wichtig. Nur, dass ich in ihrer Nähe war. Es hätte vielleicht noch eine Weile gedauert, bis ich die Kraft gehabt hätte, eine Entscheidung zu treffen. Mich von allem zu lösen. Aber es wäre dazu gekommen. Auch ohne das Kind. Was für ein Kind? Monika war schwanger. Wusstest du das nicht? Sagt Ihnen der Name Johann Jakob Bendelin etwas? Woher wissen Sie davon? Ich habe inzwischen ein paar Recherchen angestellt. Rein zufällig habe ich auf dem Bauamt erfahren, dass Frau Karges einen Antrag auf Denkmalschutz stellen wollte, weil sie herausgefunden hatte, dass sich der jüdische Dichter Johann Jakob Bendelin zwischen 1942 und 1944 auf dem Dachboden der Villa versteckt hatte. Und Sie wussten das auch, Herr Schlotterbeck. Ja,
Ja, ich hab's gewusst. Pohlmann hat es mir erzählt. Das ganze Projekt wäre geplatzt, wenn die Karges ihren Antrag gestellt hätte. Wir haben alle sehr viel Geld investiert, unsere Klienten auch. Wir wären ruiniert gewesen. Ich habe zu Pohlmann gesagt, gib ihr Geld, dann wird sie den Mund halten. Es schien ja auch so. Sie war ja verhandlungsbereit. Ich habe doch nicht gedacht, dass... Also, er ist früher weggegangen an dem Tag. Früher, als ich gesagt habe. 32 Millionen sind eine Menge Geld, nicht wahr, Herr Schlotterbeck? Ist das jetzt so richtig? Ich will jetzt wissen, wo der Axel ist. Ach, weiß ich nicht wo, unterwegs. Der wird fürs Hier sein bezahlt. Und die Piepen habe ich euch fürs Maul halten gegeben. Begreifst du das? Ich hab aber nichts gesagt und Axel auch nicht. Ja, aber Champagner saufen und den ganzen Krempel hier kaufen, weil ihr euch das ja leisten könnt. Weiß sich ja niemand, was dabei denkt, wenn hier plötzlich der Wohlstand ausbricht. War aber keiner mehr da von der Polizei, ehrlich. Nee, aber die schniffeln überall sonst herum. Ihr beide seid sogar zum Scheißen zu blöd. Au! Ja, worauf warten Sie noch? Geben Sie die Fahndung nach Pohlmann durch. Guten Morgen. Fahndungskontrolle. Sind Sie Herr Pohlmann? Ja, was ist los? Habe ich Sie richtig verstanden? Geschlagen? Ja, ich habe der Kleine eine geschmiert, stimmt. Aber ich habe nichts mit dem Tod der Lehrerin zu tun und mit dem Brand auch nicht. Warum haben Sie denn Wernitz und seiner Freundin Geld gegeben? Warum? Warum wohl? Weil der Wernitz mich auf der Treppe gesehen hat, kurz bevor der Brand entdeckt wurde. Wir wissen, dass Sie an diesem Abend eine Verabredung mit Frau Karges hatten. Ja, ich wollte ihr Geld geben, damit sie den Mund hält über den Bendelin und nicht zum Denkmalschutz geht. Wann war die Verabredung? Um 11:30. Wieso eigentlich erst so spät? Ja, weil sie vorher Besuch hat, hat sie gesagt. Ja, und weiter? Na ja, ich ging also rauf, klingle, nichts. Die Tür war nur angelehnt, also ich ging rein und da sah ich sie auch schon. Auf dem Sofa, sah aus wie tot. Scheiße, denke ich. Also nichts wie weg hier. Also ich gehe die Treppe runter und da steht der Wernitz, der Hausmeister, im Flur. Ja, da habe ich ihm was von dem Geld gegeben und gesagt, du hältst den Mund. Ich war nicht hier. Ja, und kaum war ich zu Hause, klingelt das Telefon, Wernitz war dran und sagt, es brennt. Ja, so war es. Eine hübsche Geschichte, Herr Pohlmann. Ich schlage vor, die erzählen wir jetzt mal dem Staatsanwalt. Mal sehen, was der dazu sagt. Den werden Sie jetzt zum Märtyrer machen. Das bringt ihm mehr Stimmen als alle Wahlveranstaltungen. Also, ich verstehe nicht, warum wir hier persönlich antanzen. Ich habe das Gefühl, das bin ich Dr. Wasemeyer schuldig. Ich muss mich bei ihm entschuldigen.
Nehmen Sie es doch nicht so persönlich. Sie können doch nichts dafür. War denn was Besonderes heute? Nein, seine Frau war da wie jeden Tag. Und sonst? Nicht, dass ich wüsste. Nicht länger lügen. Ich habe Monika Karges umgebracht. Ich habe sie erwürgt und dann das Haus angesteckt. Es gibt doch gar keinen Sinn. Wir wissen doch, dass das nicht war. Was ist das? Er muss versucht haben, das wegzuspülen. Aber es ist wieder hochgekommen. Ein Kreuzworträtsel. Sind noch zwei Kreuzworträtsel. Seine Frau hat ihm jeden Tag eins gebracht. War genehmigt in dem Fall. Wir fangen nochmal von vorne an. Man kann verzeihen, wenn man liebt. So. Medea war. Ja, sonst Weib. Oh Gott. Ich gehe allein rein, das ist besser so. Ich habe Sie erwartet. Wir haben die Kreuzworträtsel gefunden. Auch das letzte. Auch das habe ich erwartet. Die Geschichte von Jason und Medea. Sie sind verheiratet und lange sehr glücklich. Dann lernt Jason eine neue Frau kennen und verliebt sich in sie. Medea ist verzweifelt, aber sie glaubt, dass das vorübergehen wird. Aber Medea irrt sich. Sie muss erkennen, dass sie Jason verloren hat. Bitte helfen Sie mir, Frau Wasemeyer, wie geht die Geschichte weiter? Medea schenkt Glauke, dieser Frau, ihr Hochzeitskleid zum Zeichen dafür, dass sie einverstanden ist mit der Wahl und der Entscheidung ihres Mannes. Und was passiert dann? Glauke zieht das Hochzeitskleid an. Und verbrennt darin. Richtig? Richtig. Mein Mann war bei ihr an diesem Abend. Ich habe sein Auto gesehen. Ich stand auf der Straße und habe gewartet, fast zwei Stunden. Wissen Sie, wie man sich dabei fühlt? Ja, das kann ich mir denken. Sie sehen hinauf, das Licht geht aus. Und Sie wissen genau, was da passiert. Es war kurz vor 22:30, als er herauskam. Und ich war entschlossen, mit ihr zu reden, noch an diesem Abend. Kannten Sie Frau Karges? Flüchtig. Sie war ganz anders, als ich gedacht habe. Sie haben erkannt, dass sie eine echte Partnerin war für ihren Mann. Ja. Sie war sehr ruhig. Sie sagte nur die Wahrheit. Eine Wahrheit, die Sie nicht hören wollten. Ja.
Ich habe meinen Mann geheiratet, weil er sehr gut aussah und ehrgeizig war. Ich war nie sehr gefühlsbetont, leider. Vielleicht, wenn wir Kinder gehabt hätten. Es hat 20 Jahre gedauert, bis mein Mann soweit war. 20 Jahre Bemühungen, Protektion, Energie. Meine Energie. Und deshalb haben Sie sie umgebracht? Nein. Aber mir war plötzlich klar, dass ich ihn liebe. All die Jahre habe ich es nicht begriffen. Aber in diesem Moment war es mir klar. Und ich wollte ihn behalten. Und nicht allein sein. Es war wie ein Reflex in diesem Moment. Die andere oder ich. Und dann hatte sie die Sachen aus dem Urlaubsfilm an. Es kam alles zusammen. Und dann kam der Herr Pohlmann, der Hausbesitzer. Ich hörte Schritte und bin ins Badezimmer gerannt. Ja, ich habe ihn gesehen. Er ging in das Zimmer, starrte auf die tote Frau und stürzte davon. Und dann? Ich war in Panik, ich musste handeln. Ich sah sie an. Und dann sah ich das Feuer im Ofen. Da haben Sie die Rumflasche genommen und haben die ganze Flasche ausgegossen. Ja. Damit Glauke in ihrem Hochzeitskleid verbrennt. Aber es hat mir der nichts genützt. Sie hat ihren Mann doch verloren. Sie können sich in andere Menschen hineinversetzen, Frau Wiegand. Das ist sicher nicht immer leicht in Ihrem Beruf. Nein. Leider. Gehen wir?